Angst vor Intimität ist eine oft tiefsitzende und unbewusste Angst vor Nähe. In engen Beziehungen kann sie dein Gefühlsleben heimlich sabotieren. Als Ursache gelten diverse Ängste und Prägungen aus der Kindheit. Sind diese Zusammenhänge einmal bewusst, kannst du mit deinen Ängsten arbeiten, dich emotional befreien und von Schuldzuweisungen in der Partnerschaft lösen. In unserem heutigen Video stellen wir dir vor, warum sich viele Menschen vor Intimität fürchten. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Beantworten wir zunächst die Frage, wie genau äußert sich die Furcht vor Nähe und Intimität? Diese Angst als solche zu erkennen, ist für einen Laien gar nicht so einfach. Andere Ängste wie der Verlust des Arbeitsplatzes oder finanzielle Verluste sind uns bewusst. Misstrauen können wir auch deutlich spüren. Doch dann steckst du in einer eigentlich glücklichen Beziehung und plötzlich wirst du von sonderbaren Gefühlsregungen und Gedanken heimgesucht. Zum Bild der Angst vor Nähe gehören Verhaltensweisen und Gedankengänge wie Abwehrverhaltung gegen den Partner, Minderwertigkeitsgefühle, der Partner schenkt dir nicht genug Beachtung oder du fühlst dich ungeliebt, diffuse und irreale Befürchtungen bezüglich der Zukunft. Die Gefühle können sich drückend, beißend oder als eine Art quälende Leere zeigen. Gelegentlich kompensiert ein Partner diese Gefühle, indem er immer noch mehr gibt und den anderen mit Liebe überhäufen möchte. Der andere zieht sich dann aufgrund innerer Zweifel eher zurück. Typischerweise sind in einer Beziehung beide betroffen. Für die Anfälle von Unwohlsein und Problemen gibt es meistens keinen triftigen Grund. Sehr oft tauchen sie wie aus dem Nichts ausgerechnet dann auf, wenn alles gerade wunderschön und harmonisch ist. Bewusste Menschen können diese Mechanismen erkennen und als das identifizieren, was sie sind. In einer offenen und von Liebe geprägten Partnerschaft können beide konstruktiv mit solchen Hürden umgehen. Unbewusste Menschen dagegen bleiben mitunter ein Leben lang ein Spielball ihrer verborgenen Prägungen. Was steckt hinter dieser Angst? Im Grunde stecken verborgene negative Einstellungen zu uns selbst hinter diesem Phänomen. Die Bewunderung und Liebe eines Partners können diese Selbstzweifel heftig triggern. Obwohl du dich oberflächlich freuen kannst, bleiben die nagenden Gefühle in der Tiefe. Kurz nachdem du den Blumenstrauß überreicht bekommen hast, verfliegt die Freude und dann gehen die inneren Manipulatoren ans Werk. Will er mich mit den Blumen nur bestechen? Hat er mich womöglich betrogen? Warum habe ich nicht schon früher Blumen bekommen? Diffuse, klemmende oder drückende Gefühle können mit der insgeheimen Annahme einhergehen, die Blumen und Liebe gar nicht wert zu sein. Natürlich betrifft die Angst vor Intimität nicht nur Frauen. Männer sind mindestens genauso häufig betroffen. Typisch für die Herren sind Zweifel und Misstrauen nach einem Liebesgeständnis der Partnerin. Hat sie das auch wirklich so gemeint? Was will sie? Oder der Mann schaut in den Spiegel und fragt sich, ob er das wirklich ist. Vielleicht kennst du Menschen, die Geschenke, alles Schöne oder Feierliche grundsätzlich ablehnen. Das sind Leute, die tief in sich davon überzeugt sind, diese Werte nicht verdient zu haben. Außen kann es so aussehen, als löse der Partner mit seinem Verhalten diese Abwehrhaltungen und Ängste aus. Du magst als Betroffener zunächst denken, mit deinem Gegenüber stimme etwas nicht. Dabei bist du es selbst, du und deine inneren Manipulatoren. Schaust du dir die Auslösersituation nüchtern an, wirst du erkennen, dass sich das meiste der Geschichte nur in deinem Kopf abspielt. Negative Überzeugungen über uns selbst basieren auf tiefsitzenden Gefühlen, die wir in der frühen Kindheit abgespeichert haben. Vor allem Kinder, die nicht die volle Fürsorge und liebevolle Unterstützung erhalten haben, entwickeln innere Bilder, nicht liebenswert oder sogenannt falsch zu sein. Folgen auf Zurückweisungen oder Maßregelungen durch Eltern keine ausgleichenden und aufbauenden Handlungen, setzen sich diese Überzeugungen fest. Interessanterweise suchen wir uns im späteren Leben genau die Partner, die die passenden Gegenverletzungen tragen. Denn auch unsere Eltern handelten ja nur so, weil sie selbst als Kinder keine Fürsorge und Unterstützung erfuhren. Der Partner und der Schmerz sind die heilsamen Auslöser, die uns einladen, uns diesen alten Verletzungen zu stellen.
Auch wenn viele Erwachsene leider der Überzeugung sind, dass ihre Persönlichkeit und ihr Gefühlsleben unumstößlich seien, ist das ein Irrtum. Diese unbewussten Strukturen können gelöst und durch neue, liebevolle Haltungen ersetzt werden. In einer Beziehung müssen grundsätzlich beide die Bereitschaft bringen, sich mit diesen alten Verletzungen auseinanderzusetzen. Lehnt einer die Beschäftigung mit Problemen ab und verweigert sich, wird es für den anderen Partner schwer. Solche Beziehungen sind zum Scheitern verurteilt oder setzen sich auf sehr unbefriedigende Weise fort. Wie wirkt sich die Angst vor Intimität weiter aus? Bleiben diese Mechanismen ungelöst, kann eine Beziehung durchaus funktionieren, aber nicht dauerhaft erfüllend sein. Durch die inneren Konflikte bauen sich immer wieder Spannungen und Missverständnisse auf. Typisch sind Reaktionen und Verhaltensweisen wie beispielsweise das Vorenthalten von Zuneigung und Rückzug, Gleichgültigkeit oder Ablehnung, zunehmendes Misstrauen gegenüber dem Partner, ständiges Kritisieren und Herummäkeln, Untreue und die Suche nach besseren Partnern. Wie kannst du die Angst vor Intimität überwinden? Innere Glaubenssätze über uns selbst kann man aufstöbern. Dazu eignen sich gleich eine ganze Reihe von Methoden. Zum Beispiel Selbsthilfebücher zum Thema, Gesprächsgruppen, Sitzungen beim psychologischen Berater, Paarcoachings oder Paartherapien oder aber auch Hypnosetherapien. Manchmal erinnern sich Menschen auch spontan, sobald ihnen nur die Zusammenhänge bewusst werden. Sie sehen sich selbst wieder als Kind, erinnern sich an den Schmerz, Verlassensängste und Selbstzweifel. Das kann schon die Lösung in Gang setzen. Allerdings verschwinden die Probleme trotz Aha-Erlebnissen oder umfassenden Therapien nicht auf einen Schlag. Beziehungen und Menschen sind dynamische Systeme. Wichtig ist es, am Ball zu bleiben und sich innerhalb einer Beziehung auszutauschen. Am Selbstbild zu arbeiten wirkt sich übrigens nicht nur auf die Liebesbeziehung positiv aus. Menschen mit starken inneren Zweifeln und Ängsten haben es meistens auch mit Nachteilen am Arbeitsplatz oder im gesamten Sozialleben zu tun. Wie sieht nun aber eine gesunde Liebe aus? Die deutsche Künstlerin Nena hat das 2005 in ihrem Lied »Liebe ist« sehr schön ausgedrückt. Liebe soll nicht, Liebe kämpft nicht, Liebe wird nicht, Liebe ist, Liebe sucht nicht, Liebe fragt nicht, Liebe ist so, wie du bist. Das bedeutet natürlich nicht, dass eine Beziehung nicht auch mal Kampf bedeutet oder Arbeit. Das Gefühl der Liebe ist aber tatsächlich einfach da. Um Beziehungen und die Liebe wahrhaftig zu heilen, ist es viel öfter notwendig, etwas wegzulassen, denn dazuzunehmen. Wenn du die Zweifel und Ängste einfach loslässt, kommt darunter das Gefühl der bedingungslosen Liebe zum Vorschein. Dieses Gefühl, das nichts kostet, nicht schwer ist und nicht erzeugt werden muss, gilt in erster Linie dir selbst. Du bist das Selbst. Die Liebe zu anderen geschieht dann von ganz allein. Es lohnt sich also, das eigene Leben und die Einstellung zu Liebe und Partnerschaft grundlegend zu erforschen. Eine gesunde Liebesfähigkeit heilt die Einstellung zum gesamten Leben, sorgt für gelöste Heiterkeit und inneren Frieden. Das war's für heute. Wir hoffen, dir hat unser heutiger Beitrag gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen.